Tiefer Sand statt grüner Rasen und ein Ball, der über das Netz gespielt werden muss, statt mitten hinein. Die Kiezkicker Sebastian Schachten und Jan-Philipp Kaller begaben sich am Donnerstag auf ungewohntes Terrain. Dennoch schlugen sich die beiden beim gemischten Doppel mit den deutschen Meistern im Beachvolleyball Markus Böckermann und Misha Urbatska nicht schlecht. Ja, doch, ganz gut. Also ich hätte es nicht so gut erwartet. Also dass man eben halt auch dann diverse Ballwechsel hinbekommen hat, das war schon sehr gut. Auch im Sand. Natürlich Timing-Probleme und sowas, aber war schon eine gute Sache. Das Duo Böcker-Ratzka vertritt den FC St. Pauli bei der FIVB World Tour. Den Auftakt bildet das Turnier in Shanghai ab dem 29. April. Wie sagt man so schön, unsere Hausaufgaben haben wir euch gemacht. Jetzt gehört einfach noch dazu, dass wir eben halt in den Wettkampfmodus wieder umstellen und schnell eben halt auf eine gute, wie nennen wir das so, Competition kommen, dass wir eben halt wirklich dann auch eben das, was wir geübt und gelernt haben, eben halt auch dann auf den Wettkampf anwenden. Und ich glaube, dann haben wir schon gute Möglichkeiten, auch wieder weit nach vorne zu kommen. Beim letzten nicht ganz ernst gemeinten Härtetest in Hamburg wurden aber vor allem Schachter und Schnecke gefordert. Und das, obwohl die zweite Hälfte der Partie mit den Füßen gespielt wurde. Ja, wobei das selbst das auch einfacher aussieht, als es ist. Ne? Nicht mehr ganz so große Unterschiede gesehen zwischen den Volleyballern und uns. Am Schluss der kurzweiligen Session stand auf beiden Seiten nicht nur gegenseitige Hochachtung, sondern auch die Erkenntnis, dass man in naher Zukunft wohl keinen Wechsel der Sportarten vornehmen wird. Da haben wir großen Respekt vor, was die Jungs da abliefern. Wir haben gerade noch eben gesprochen, die ja von einer Zeitzone in die andere fliegen. Jetlag darfst du da nicht haben. Und ja, das ist schon richtig gut, was die Jungs machen.